meine Liebe. Herzlich willkommen zu diesem Food Haul mal wieder auf meinem Kanal. Wir haben die letzten Wochen nicht so viel eingekauft, oder? Nein, also letzte Woche haben wir, glaube ich, 130 Euro insgesamt eingekauft. Wie gesagt, nicht so viel. Ja. Und deswegen haben wir heute ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Wie viel haben wir ausgegeben? 250 Euro. Nein, ein bisschen mehr, aber 260 oder so. 250 Euro haben wir ausgegeben. Sowas. Aber wir haben wirklich viel eingekauft. Und das zeigen wir euch gleich. Wir waren wie immer beim Hofer und bei Merkur, unseren Lieblingssupermärkten. Und würde mal sagen, let's go. Leg mal los. Bei Merkur kaufen wir immer dieses Sojaschnetzel von der Marke Vega Vita. Da haben wir gleich 4 Pakete davon mitgenommen. Der Papa und der Patrick essen das total gerne. Das schmeckt nämlich so wie Hühnerfleisch, wenn man das in Wasser aufgehen lässt. Man würzt genau. Ja, das noch ein bisschen. Und Soja mit Edelhaferflocken und dann anbraten, schmeckt wie Hühnerfleisch. Und ja, voilà. Deswegen wird das immer nachgekauft. Und dann hat sich der Papa für irgendein Rezept, irgendein veganes Zitronengras gekauft. Das sind so mehrere drinnen. Dann habe ich mir so ein Bugspray gekauft von Sally. Ich kaufe den immer total gerne. Ist super praktisch für so Waffeleisen oder wenn man, egal was man backt. Bevor man das einfettet, finde ich das ziemlich praktisch. Einfach einsprühen. Und dann bleibt nichts mehr kleben. Und deswegen habe ich sowas gekauft. Dann habe ich Giotto mitgenommen. Und zwar habe ich bei Instagram über irgendeiner Story gesehen, leckeres selbstgemachtes Eis mit Kondensmilch und Schlagsahne und Giotto. Das werde ich heute nachmachen. Dann Barista Milch, also Mandelmilch, Ersatzmilch von der Marke Joja. Das ist eine österreichische Marke. Kaufen wir immer total gerne. Und diese Milch schäumt in der Maschine, das heißt, ja, das ist dann halt für ein Cappuccino oder so ziemlich lecker. Dann haben wir die Lieblingsmilch der Kinder nochmal nachgekauft, das ist die Alpro Haselnuss. Die vertilgen da wirklich ganz viele von der Woche, oder? Das ist das eine Woche? Das ist ungefähr eine Woche, ja. Die essen ganz viel Gemüsli, Cornflakes, 6 Stück. Kakao oder so, auch pur und ja, wie gesagt, das ist Lieblingsmilch. Ersatzmilch von den Kindern. Dann habe ich hier von Nestle, ich weiß, man soll Nestle nicht unterstützen, aber das habe ich jetzt gar nicht beachtet. Das ist bei uns die einzige Kondensmilch, die es gibt. Ich weiß, in Deutschland gibt es, glaube ich, Milchmädchen und diese russische Marke, die gibt es bei uns nicht. Das ist die einzige Kondensmilch und das habe ich für das Eis gekauft. So, jetzt ist mir gleich aufgefallen, obwohl das Logo fett drauf ist. Wenn der Patrick das sieht, der kriegt gleich Zahnschiss. Ja, dann eine vegane Schlagsahne. Die Jungs wollen nämlich eine vegane Tiramisu, also dass ich das mache, weil letztes Mal haben die das gemacht mit so, na, was war das? So flüssige Soja. Mit Tofu. Tofu, flüssiges Tofu, Seidentofu. Mega ekelhaft, deswegen habe ich gesagt, ich mache das für die. Deswegen einmal Schlagsahne. Dann Sahne zum Kochen. Was soll ich? Alpro Soja Cuisine. Das ist, was wir immer kaufen. Das machen wir in Karottensuppe, Kürbiscremesuppe, egal was für Suppen oder Gerichte. Dann habe ich mir eine kleine Babymarmelade gekauft und zwar mit Marille. Also Rosenmarille von der Marke Dabo. Und ich hatte so einen Gusto auf Marille und habe mir die mitgenommen. Dann haben wir für die Doggies Futter gekauft. Schaut mal, wie süß das ausschaut. Und Knochen vor. Ja. Von der Marke Zoo Royal, das ist die Eigenmarke von Merkur. Und dann hat er aber noch Bio-Dog-Fleisch mitgenommen. Diverse Sorten Bio-Geflügel. Ja, mit Fisch. Ja, das ist verkehrt. Fisch. Entschuldigung. Ja, da hat er auch diverse mit Sorten. Lamm, mit Kalb. Lieblingschips der Kleinen, die Michelle, die Lara und also alle mögen die total gerne. Jumpies, das ist so kleine Baby-Kängurus, die nach Paprika schmecken. Mega lecker. Kindheitserinnerung pur, wenn ich das immer sehe. Dann habe ich für das selbstgemachte Eis, was ich machen möchte, auch Schlagsahne gekauft. Dann habe ich mir so wie heißt denn die? Ja, Wachsstreifen oder was? Ja, genau, Wachsstreifen. Nein, wie heißt das? Hallo, bin ich doof? Hallo, Slip-Einlagen, ja, so heißt das. Slip-Einlagen. Dann Zwieback, weil ich habe ja gesagt, ich mache für die Männer vegane Tiramisu.
Und in Biskotten ist Ei drin, deswegen weicht man dann immer auf Zwieback aus. Einmal Sahne steif, weil ich bin mir nicht sicher, wie stark sich die vegane Sahne aufschlagen lässt. Und anstatt Seidentofu habe ich vegane Mascarpone gekauft. Die ist rein pflanzlich. You see? Und das wird auf jeden Fall... Genau hier. Ist schon gut. Auf jeden Fall ist, glaube ich, dass die vegane... Ich vermute es, ich hoffe es mal, dass vegane Mascarpone leckerer ist wie das Seidentofu. Dann! Die beste Sojasauce. Die kaufen immer nach, die Jungs. Das ist Tamari-Soße. Das ist Sojasauce mit, was hat er gerade gesagt? Weniger? Gluten. Weniger Gluten. No glue. Dann Ahornsirup. Hat der Party total gerne. Damit süßt er immer sein Porridge. Und es schmeckt auch total lecker auf Pancakes. Müsst ihr mal ausprobieren. Auf Waffeln, was auch immer. Super lecker. Ja, zum Trinken ein bisschen was Süßes. Ja, zwei Pepsi-Flaschen. Und zwei, drei Eistee-Flaschen. Wir haben in letzter Zeit echt nur Wasser getrunken. Und ja, zwischendurch... Manchmal haben wir Lust auf irgendwas Süßes. Also ich nicht. Also ich kann... Momentan vertrage ich keine Säfte und keine solche Sachen. Die gut abgekühlt ist. Aber so zwischendurch mal gönnen sie sich ein bisschen was. Ich kann nur Wasser trinken. Also leicht... stilles Wasser, Kartoffeln, österreichische Kartoffeln, wir haben mal 5 Kilo Sack genommen und Karotte, für die Hasenfamilie. Warum hast du viel Karotten gekauft? Ja, wir essen viel Karotte. Ja, Karotten, 3 Kilo. Nein, ich habe ein Rezept, wo viel Karotte verwendet wird. Ah, okay. Mhm. Hasenbraten, dann eine Wattermelone und Scheißpapier. Arschpapier. Für Papa Nachschub. Ja, Papa, wer unsere Foodholes kennt, der weiß, der Papa, der trinkt alkoholfreies Bier, immer dasselbe, immer von Otterkringer, 0, Jose. Und einmal gehackte Tomaten. Das ist super, wenn man sowas zu Hause hat, perfekt. Man sagt sogar, habe ich jetzt in so Kochsendungen gesehen, dass das sogar viel besser ist wie die richtigen Tomaten. Also das hat viel mehr Vitamine. Ah ja, wir verwenden es sehr oft. Wir verwenden es sehr oft. Wenn wir Bolognese machen, genau. Oder Chili con Carne oder was auch immer. Dann hat der Papa einen Selleriekopf mitgenommen. Heißt doch Selleriekopf, oder? Machst du ein Süppchen? Nein, das braucht auch ein veganes Rezept. Ah, okay. Und für die Mutti auch was zum Saufen. Aber Fußball mit, oder? Das ist so ein Malzbier, bevor jetzt alle so ausflippen. Das ist eine Marke, Candy heißt das. Das ist von der Marke Bitburger. Und es ist alkoholfreies Malzbier. Das ist so lecker und es ist zwischendurch, gönne ich mir das. Das hat sogar Folsäure drin, Vitamin B12 und richtig, der Papa kann die Kiste schon nicht mehr halten. Auf jeden Fall trinke ich das total gerne und ab und zu trinkt der Patrick auch eins. Schmeckt einfach super lecker. Das ist so wie ein richtig süßes Bier, wobei ich gar nicht so Bier mag, aber dieses Malzbier liebe ich. Dann habe ich für die Kinder ihr Lieblings-Cornflakes gekauft und zwar diese Lions, die heißen Lucky Crisp, die gibt es beim Hofer, das sind vegan. Die Michelle mag aber die viel lieber, weil ich weiß nicht, warum sie sagt, dass die irgendwie besser schmecken. Das ist auf jeden Fall dieses Lion. So, weiter geht's. Wir haben 1 Kilo, oder? Zwei Kilo. 2 Kilo Tomaten gekauft. Papa möchte nämlich eine Tomatensuppe für die Kinder kochen. Dann Bananen, ganz wichtig bei uns. Also. Ja, wir wissen, du bist eine kleine Affe. Dann Toffifee. Wir haben nichts Süßes mehr zu Hause gehabt. Mhm. Und wir haben ein bisschen Nachschub geholt. Also Toffifee, kennt man. Dann Mortadella, kennt man vielleicht auch. Das ist italienische Extrawurst oder italienische Fleischwurst. Super lecker. Dann für die Lara, die isst das total gerne. Das ist so... Soft-Nougat-Riegel, kennt man vielleicht so von Süßigkeiten liegen vom Jahrmarkt oder so. Das sind so weiße, ich weiß gar nicht, was da drin ist. Nougat. Dann habe ich mir ein Milky Way genommen. Dann für die Michelle Milka-Schokolade, die hat Auftrag gegeben, bitte kauft ihr Milka-Schokolade. Dann habe ich 2 Feigen gekauft. Das schmeckt total lecker, müsst ihr mal probieren. Porridge und dann, also ich koche euch ein Porridge und dann drüber mit Feigen. Topping machen und dann Honig drüber. Sehr, sehr lecker. Die haben das in so einem Muffin-Förmchen reingetan. Auf jeden Fall, ja. Feigen. Ich glaube, nicht jeder mag Feigen.
Ich mag total gerne. Nein. Also sie riecht ja auch noch gar nichts. Aber ich mag Feigen total gerne. Du? Ich habe noch nie probiert. Geht doch. Nein. Doch. Ich schwöre. Sicher hat er wohl. Dann hat der Papa einen geräucherten Tofu gekauft. Dann habe ich auch für Porridge so Beeren-Topping gekauft. Das ist so zum Drübergeben. Einmal Heidelbeeren, österreichische. Dann habe ich auch österreichische Brombeeren gekauft. Das sind halt diese, schon aus wie schwarze Himbeeren. Keine Ahnung, heißen die Schwarzbeeren wahrscheinlich? Auch. Mure. Danke, wir wissen jetzt auf Rumänisch heißt die Mure. Und Himbeeren. Wie heißt das? Smeri. Dann habe ich ein falschiertes gekauft, also ein gehacktes, gemischt. Ich möchte nämlich heute ein Chili con Carne machen, deswegen habe ich das gekauft. Werde ich gleich heute verarbeiten. Ich finde es so mit falschierten oder mit gehackten, muss man echt vorsichtig sein. Also wir haben das schon so oft gekauft und in Kühlschrank gelassen. Am zweiten oder dritten Tag war es schon nicht mehr so lecker. Dann hat aber so Knabberstangen, so Salamistangen gekauft für die Kinder. Wenn wir mal so einen Ausflug machen, dann ist es immer so praktisch, immer so Knabberstangen dabei hat, dann Pringles, einmal Sour Cream Onion und Paprika. Dann habe ich vom Hofer auch Brezeln gekauft, so 10 Laugenbrezen. Mega, also die Kinder mögen das total gerne. Für den Pifi haben wir auch ein Futter gekauft. Der mag das total gerne, diese, die schauen dann so aus dem Säckchen. Die ist ja total geil. Da ist auch immer so Reis drin oder Nudeln. Und dann hat der Papa auch noch so Schälchen gekauft. Verschiedene Sorten wieder. Ich habe da so ein Tramezzini-Toast gekauft. Das ist so ein, ja, so ein, wie ein Toastbrot ohne Rinde. Und ich habe das mitgenommen, weil die Kinder mögen halt das total gerne. Und ich mache so, ich habe so Bock auf so Sandwiches. So. Aber wieso ohne Rand? Haben wir keine Zähne mehr? Oder? Doch, man hat ihn, aber irgendwie schmeckt das besser ohne Rand. Ich kenne das nur aus Italien oder aus Spanien, die verkaufen das ja auch. Und jetzt gibt es halt beim Hofer eh schon länger. Aber Gott sei Dank. Yummy, richtig yummy. Da kann man so Brote machen, so wie in amerikanischen Filmen. Weißt du? Mhm. Lecker. Dann hat er aber Dankeschön. Brokkoli gekauft. Brokkoli. Ist eine, ja, ich mag gerne Brokkoli, gell? Dann auch Kidneybohnen, da habe ich für mich eine genommen, also für Chili con Carne. Und für Patrick, der macht sich nämlich öfter mal gerne so eine vegane Pizza und dann macht er so Bohnen drauf, wirklich super lecker. Dann habe ich für die Mädels, die ja jetzt in den Kindergarten beginnen, 2 Bambuszahnbürsten gekauft. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Ich will sehen, wie das aussieht. So schaut das aus, hat mal mit seinem Lächeln und so einem rosa Kopf und es gab auch noch so einen blauen Kopf. Und die habe ich halt für den Kindergarten gekauft, weil da muss man immer eine Zahnbürste mitgeben. Dann habe ich so eine italienische Salami gekauft, Salami Milano. Die Michelle mag total gerne Salami mit so Käse, in so Broten, in so Sandwichbroten. Deswegen habe ich die gekauft. Dann habe ich auch so einen Vogelsalat mitgenommen. Das sagen die in Österreich Vogelsalat. Also in Deutschland sagt man Feldsalat. Aber das ist ein ganz leckerer Salat. Ich mag den total gerne. So mit Tomaten und Gurken, Milchschnitten. Ab und zu kaufen wir. Früher haben wir das immer gekauft, aber jetzt haben wir schon länger keine Milchschnitte mehr zu Hause gehabt. Früher beim jeden Futter war. Milchschnitte. Das ist mein Lieblingskäse. Der heißt Bergbauer, ein Almbaron von der Marke Zurück zum Ursprung. Das ist einfach so ein Käse, den ich total gern mag. Deswegen kaufe ich den schon, glaube ich, zum dritten und vierten Mal nach. Übrigens bin ich ein richtiger Käsefan. Dann habe ich für die Michelle so ein Sport-T-Shirt gekauft für den Sportunterricht. Ja. Oh Mist, ich habe die falsche Größe genommen. Ich wollte 10 bis 11, jetzt habe ich 9 bis 10 mitgenommen. Dann habe ich für den Patrick hier so einen Hummus. Einen Naturhummus, auch von der Marke Zurück zum Ursprung. Papas Lieblingskekse, die kauft er sich jedes Mal. Jedes Mal. Das sind auch von Zurück zum Ursprung. Das ist so eine eigene Biomarke vom Hofer. Und das sind so Kekse mit Wiesen, also mit so Gras, mit Pfeffermilch, so Blümchen oder alles Mögliche. Und schmeckt wirklich sehr lecker. Dann habe ich mir ein Kinder-Country mitgenommen. Ich liebe dieses Kinder-Country. Ich esse das immer gerne am Abend, wenn mir ein bisschen so schlecht und säuerlich ist im Magen, dann esse ich so ein Kinder-Country und dann geht es mir immer besser. Rote und gelbe Zwiebeln. Viele Vitaminen, danke. Dann hat der Papa ein Blätterteig mitgenommen.
Warum hast du den nicht genommen? Apfelstrudel. Apfelstrudel, okay. Der Bauer möchte einen Apfelstrudel machen. Deswegen. Dann haben wir einmal so ein Dreierdöschen Mais mitgenommen. Brauche ich auch für das Chili con Carne. Dann einmal Suppe. Das ist so ein Suppenwürfel. Das haben wir gerne so zum Essen dazu, zum Nachwürzen. Langkornreis. Der Papa nimmt gerne den unparboilierten, also den. Es gibt noch einen, der ist ein bisschen gelblicher. Ich frage mich, was der Unterschied ist, aber mir schmeckt der andere ein bisschen besser, weil er sich beim Kochen trennt. Den bleibst du irgendwie so. Der matschig wird, ja. Einmal bunten Quinoa, also Tricolore für die veganen Boys. Einmal Trauben mitgenommen. Der Papa wollte die unbedingt mitnehmen. Der hat so, oh, ich will diese Trauben. Fett und gelb. Ah! Dann hat der Papa sich diesen Agaven-Dicksaft mitgenommen, auch fürs Porridge, oder? Zum Süßen. Ja. Dann eine Gurke. Einmal Champignons, 500 Gramm. Dann Tofu Natur. Warum ist der so nass? Weil er kalt war und draußen unten da. Achso, okay. Tofu Natur. Avocados. Was haben wir getroffen? Also zwei Avocados sind da drin. Ihr esst es gerne mit Guacamole, als Guacamole oder zerstampft. Dann einmal Fischstäbchen, die sind schon ein bisschen wabbelig. Müssen wir schnell den Tiefkühler geben. Dann hat sich der Papa Karamellgebäck mitgenommen. Das ist so ein Gebäck, das man eigentlich früher bekommen hat. Oder vielleicht jetzt auch noch in Cafés, kriegt man das zum Kaffee dazu. Der Papa nascht das total gerne. Dann habe ich so eine Antipasti-Creme hier. Die kaufe ich jedes Mal nach. Das ist, ich esse es aber total gerne auf Brot. Und zwar ist das Senfhonig und es schmeckt so lecker mit Tomaten. Mega. Zum Frühstück esse ich das total oft. Haferflocken. Wir kaufen immer diese vom Zurück zum Ursprung. Die kleinblättrigen für Porridge. Dann haben wir auch ein Bulgur mitgenommen. Auch für die vegane Rezepte braucht man sowas immer. Quinoa, Bulgur, das gehört immer dazu. Dann hat der Papa auch Nektarine mitgenommen, eine essreife Mango und ein Granatapfel. Ich liebe Granatapfel, das ist eher für die Jungs, ich mag Mango nicht so gerne. Ich finde diesen Geschmack so verwirrend, es schmeckt wie eine Karotte. Süß. Eine süße Karotte, irgendwie. Und ich liebe Granatapfel. Und für das Chili con Carne habe ich auch so drei Düschen Erbsen mitgenommen. Dann haben wir auch Brot gekauft, wir kaufen unser Brot immer gerne aus der Backbox. Der Sackerl ist aufgerissen. Da hat er aber so ein Dinkelvollkorn, oder? Ja. Brot mitgenommen. Und ich habe noch so ein Sonnenblumenbrot mitgenommen. Ich habe mir auch einen Blütenhonig mitgenommen von der Marke Naturaktiv. Und dann einmal noch normales Soja. Warum ist nochmal eine Soja? Weil wir so verwenden, ja, fast keine mehr. Achso, okay. Wo ist verbraucht? Soja-Soße. Bio-Eier haben wir gekauft. Wir haben zwar Hühner, aber die machen nicht so regelmäßig Eier aktuell. Aktuell haben wir nur zwei Hennen, die Eier legen und ab und zu, wenn man was backen möchte oder so, dann kommt man ein bisschen ins Strudeln. Deswegen haben wir die 10 Hahn im Glück Bio-Eier genommen. Das ist halt von der Marke Zurück zum Ursprung. Da steht auch der Bauer drauf und so. Dann hat der Papa auch ein Suppengemüse mitgenommen, wahrscheinlich für die Suppen. Dann haben wir Weichkäse in Salzlack gekauft, für mich so wie in einer Werbung. Das ist halt so ein fetter Käse, das sind so mehrere Blöcke drin. Mhm. Und ja, das kaufen wir halt gerne ab und zu mal. Mit Tomaten und Jungzwiebel. Ja. Papa, halt nicht richtiger Veganer, isst sowas auch ab und zu gerne. Dann hat sich der Papa auch so einen Bio-Bergbauern-Joghurt mitgenommen im Glas. Das war cool. Ja, ich habe auch ein bisschen Plastik reduzieren, soweit es halt möglich ist. Uff. Und zweimal Böhnchen. Jedes Böhnchen macht ein Tönchen. Fürs Chili con Carne. Und David, du siehst auch. Nein, diesmal nicht. Diesmal ohne Tönchen. Jedes Böhnchen macht ein Tönchen. Jedes Böhnchen macht ein Tönchen. Und mit Begleitung, mit Besuch jetzt. Ein Produkt habe ich noch vergessen. Und so habe ich mir so eine echt coole Milch mitgenommen. Also eine Vollmilch. Und die ist halt richtig cool eingebaut. Schaut euch mal den Karton an. Da gibt es nicht mehr so ein Plastik drauf, siehst du? Ist nur zum Aufreißen. Ist nur zum Aufreißen, wie früher. Könnt ihr euch noch erinnern? Auf jeden Fall, das hat nur 750 Milliliter. Und es ist halt eine Milch, die einen natürlichen Fettgehalt hat. Also die so täglich frisch abgeholt, Plastikreduktion, frische Ursprungsheumilch. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und ja, das war's mit dem Foodol. Irgendwas sowas um die 260 Euro haben wir ausgegeben. Doch viel, aber wir haben die letzten Wochen ein bisschen sperrig. Sehr wenig gekauft. Weniger eingekauft, genau. Mhm. Ja gut.
gut, meine Lieben, das war's mit dem Food Haul. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, konntet euch Inspiration holen oder auch nicht. Und ja, wir danken fürs Zuschauen. Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.